Moin an alle. Wir reagieren auf dieses Video, weil ich sehen will und danach zocken wir. Alex hier. Heute ist es soweit. Heute gibt es das nächste Training und heute steigen wir das erste Mal in den Ring. Wir sind extra in Neumünster dafür. Henk ist auch wieder mit dabei. Das ist jetzt das fünfte Training. Wir haben jeweils immer 2 Stunden trainiert. Lernkurve ist steil. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich habe jetzt schon wieder total Bock. Ich bin gleich mal gespannt. Wir haben ja letztes Mal viel Theorie gemacht. Heute ist es wichtig. Der Trainer gibt schon so 60-70%. Wenn ich mal sofort nicht nach dem Schlag die Deckung oben habe oder irgendwo eine Lücke ist, dann haut ihr mir direkt eine rein. Das werden wir heute auch wieder machen. Nur so wird man besser. Man kann so viel drüber reden. Habt die Schulter oben oder schnell den Arm wieder zurück, wie man möchte. Am Ende muss es ein Reflex sein. Das muss automatisch passieren. Da musst du auch mal ein paar Dinger kassieren. Das werdet ihr heute auf jeden Fall sehen. Eine ganz wichtige Sache noch. Diesen Sonntag kommt ja der allererste Drop von AMA Studios. Am Samstag gibt es den großen Werbefilm und ab Sonntag 20 Uhr könnt ihr die Sachen erwerben für 24 Stunden. Wir haben ja zusätzlich noch das Gewinnspiel. Da könnt ihr ja dreimal eine geile Werbung. Eine PlayStation 5, die gesamte Kollektion dazu gewinnen. Und bei einigen von den Gewinnern kommen Amar und ich höchstpersönlich vorbei und bringen euch das Ganze rum. Es wird mega geil, es wird mega geil. Wir sind kurz davor, die 100.000 bei AMA Studios auf Instagram zu knacken. Das wäre Wahnsinn, wenn wir das hinbekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins... Achso, da hinten. Wir müssen hier lang. Für all diejenigen, die es sich immer noch nicht in den Terminkalender eingetragen haben, am 1.8. gibt es den Fight gegen Mickey. Hanky kämpft gegen Chef Strobel und Rumatra kämpft gegen Bless. 1.8. Da müsst ihr alle dabei sein. 2,5 cm rein, 3 bis 4 mal drehen. Du schiebst hier richtig schön rein. 2,5, wie tief ist das? Das ist tief. 4 mal drehen. Negativ, so muss das sein. Kannst du gehen, gell? Und später geht das ganz schnell. Ja. Warm, warm, so mit Augen zu machst du das dann. Und dann die Handschuhe. Will ich nicht sehen, genau, ich hasse ja. Das. Ja, ne? Ja, so mache ich es auch mal. Ich drücke eher immer so. Henk ist voll motiviert. Er hatte ja gerade seine Haartransplantation, konnte 2 Wochen nicht trainieren. Er hatte erst ein Training, das, was ihr schon gesehen habt. Da kam dann gar nichts mehr. Jetzt hat er ultra Bock. Er will sich direkt seinen Mundschutz reinpacken. Bandagen sind schon da. Er will dann gleich auch richtig in den Ring steigen. Ich bin fein damit. Ich habe übel Bock. Nur so kann man trainieren. Was er trainiert hat, das ist das Ding. Ist geil. Ich habe auch Bock mit dir. Wie viel habt ihr gemacht seit dem letzten Mal ungefähr? Schon echt viel. Apropos geheime Taktiken. Ich werde nicht alles in den Videos zeigen, weil Mickey wird sich die Videos da reinziehen. Ja. Sein Trainer kann ihn darauf vorbereiten. Das heißt, wir haben so 3, 4, 5 Geheimtaktiken, die ich nicht in den Trainingsvideos zeigen werde. Das wird nichts, der wird dich verputzen. Ich meine, das kann sein. Da hört ihr ihn vielleicht nicht verlieren. Das wird richtig geil. Die Mindgames sind da. Mickey hat Angst. Uppercuts üben. Boom. Und hier war jetzt richtig, machen wir ganz kurz. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel den Uppercut schmeißt, mit rechts, hier links die Hand geschützt, weil das ist halt mega der offene Schlag. Boom. Und jetzt, wie okay. Hierbei ist, genau wie bei der Strength. Du gehst mit dem ganzen Körper oben, die Hüfte nach oben. Geh deine Hüfte so nach oben. Genau. Ja, perfekt. So. Alter! Das sieht actually nicht schlecht aus. Okay, ist gut. Was ist das? Okay, den kennt man. Das Ding ist sau schnell. Das ist Mickey am 1.8. Gleiches Gewicht, gleiche Körpergröße in etwa. Simulieren wir das mal. Fight geht los. Und Fight vorbei. Willst du Micky hochhelfen? Ja, Micky, komm schon. Micky, ja. Micky. Warum fällt der da? Seit wann ist Max so witzig? Eww, Mundschutz finde ich auch so eklig. Der ist voller Speichel und allem. Bäh. Jo, ich hab keine Ahnung, Freunde. Gut, ja, ich mach jetzt kein Intro. Ich geh jetzt mit Alex in den Ring, der haut mir ein paar rein. Dann bin ich fit, dann mach das mit Henki. Dann kämpfen wir ein bisschen gegeneinander gegen Henki. Okay. 70%. Ich kann gar nicht einfach. Ich guck einfach, wie viel machen. Das ist eigentlich das erste richtige Training heute. So, das aber das haben wir vorher nachher. Genau. So, erstmal ein Ring. Vorher, nachher wird einfach nur Hankins aufs Maul hauen. Ja. Ist normal? Nicht, dass du slammen kann, weißt du? Ja, aber warum ist das so weit? Kann man da gar nicht umher springen. Doch, genau richtig. Ja? Ja. Und auch anfangen jetzt zu springen. Alex? Max wollte für Thumbnail richtig eine reingeknallt bekommen. Wir können ja mal, ich kann nicht. Ich will nicht am Anfang. Ganz am Ende mache ich nochmal richtig. Das müssen wir unbedingt noch machen, okay? Ja. Ich muss das abholen. Ganz doch.
Ja. Und ruhig beim Rücken. Rücken beim Rücken. Genau, und wieder locker gucken. Ja. Das ist Counter, 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 Counter. Ja, das ist. Oh! Sehr gut. Wie lange geht die Runde? Ja? Oh. 3 Minuten? Aber wir haben nur die Zeit genommen. Das waren gefühlt 6 Minuten. Das war gut. Oh mein Gott. Max wird zwar am Ende sein. Der macht gar keine Ausdauer, der macht nur Kraft. Der wird nach der dritten Runde wird der allein wegen Ausdauer und Puls einfach, keine Ahnung, ich habe Angst, dass sein Herz einfach explodiert. Wir müssen da Leute vor Ort haben, die auf ihn aufpassen. Wirklich, ich meine, das ist auch kein Spaß mehr. Da muss irgendwer daneben stehen. Da muss direkt ein Krankenwagen, muss vor dem Ring sein. Und die Ersthelfer müssen am Ring stehen und ihn sofort raushieven. Die müssen gefühlt den Defibrillator aufladen, während er kämpft. Jetzt direkt wieder. Das ist brutal, ja, aber eigentlich schon recht. Der scheiß Herz wird explodieren. In einer Kampfsituation, die ganze Deckung oben. Mach irgendwas. Muss auch mal Energiesparen ein bisschen hinlassen. Genau, immer chillen. Immer so. Sau viel chillen. Das wird der Schlüssel sein. Okay, ja. Energie, ab mit dir. Ui, ui, ui. Auch nicht so viel trinken. Oh, yes. Ja, und wenn ich rausgehen will. Also, Hanky sieht, man merkt den Unterschied zwischen Max und Hanky ganz, ganz eindeutig, finde ich. Abzuschneiden. Man merkt, dass Max schon deutlich mehr gemacht hat. Der Boden oder auch den Boden unter. Ja, ich mach gar keine Deckung, ich mach einfach. Genau, ja, das ist noch viel besser als die Stromschläge. Du kaufst dann ab und zu. Bin mir ein paar. Weil ich hab's dir angewöhnt, dass du bei der Wäsche einfach nur so bist. Weil du müsstest ja gefährlich sein. Ja. Ja, gut. Der hält ja schon den Seil. Oh, Max sieht so am Ende. Du kannst auch mal noch nach hinten. Das heißt, wir chillen nicht permanent so, weil dann haben wir nicht mehr keinen Platz nach hinten. Wenn wir in der Ecke sein sollten, wo wir niemals hinkommen, aber wenn, dann bleibst du ein bisschen vorne. Ein bisschen, was für Notfallkosten noch sehen gemacht hast, soweit du weggehen kannst. So. Dein Arsch kannst du ruhig gegen die Ecke drücken, aber vorne bist du. Und jetzt kannst du von hier, bumm, mit dem Oberkörper, weil Oberkörper nach oben, Kopf bewegen, immer hin und her, immer. So, dass es schwer ist, dich zu treffen. Sehr schön. Hanky wird verlieren. Ja, wahrscheinlich wird Hanky verlieren. Ich glaube, Chef Strobel ist actually, was sowas angeht, stärker als Hanky. Chef Strobel hat ja auch schon mal Boxen gemacht. Macht ultra viel Spaß. Ja. Mhm. Aber richtig halt. Komplett wir anders. Wir nehmen hier ein bisschen gleich wie viel 2 Stunden um. So, jetzt gibt es den ersten 70-80% Fight gegen Hanky. Alex wird uns beide coachen. Aus Trainer lernt man, deswegen würde ich sagen, go. So lange den Arm kann ich so wegmachen. Alter, er liegt ja schon. Hast du das? Ja, ja, klar. Du musst nur deine Arme aus. Lebensschmerz. Pack auf. Ja, und jetzt auf. Kopf hoch. Okay. Ich kann eine Stunde geben von oben. Jetzt wird so ein geiler Kampf. Oh mein Gott, also wer am 1.8. irgendwas anderes macht, außer die 3 Kämpfe schauen, der ist verloren. Ich bin noch viel hier. Was hier ich würde mir den jetzt schon in den Kalender eintragen. 1.8. Das wird der, also 1.8. wird wahrscheinlich der beste Stream, den wir je gemacht haben. Ich lasse das mal. Also es war genau 45 Sekunden. Komm, wusste ich. Ja. Aber das war mal. Ich habe gemacht, okay, weiter. Wir gehen mal nur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vielleicht. Ich hab den Hammer weg. Hallo, gut? Wie ist das dir? Ich hätte die ganze Zeit dein Gesicht schlagen können, aber ich dachte jetzt, das wäre zu viel. Ich hab deinen Körper versucht, das bringt gar nichts im Körper. Mach dann nochmal weiter, kurz Pause. Boah! Max Beinstellung.
nicht blockieren, nicht blockieren, dein Bein. Ja, auf den Ball, auf den Ball. Darf man das? Darf man das? Ja, nicht auf den Hinterkopf direkt. Aber wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir von oben nach oben, immer nur von oben zu erobern. Oh, Ring bitte sichern. Und Kopf bewegen, immer hin und her drehen, das heißt immer, versuch das Schwert schleifen zu lernen, ja? Max hört ihn gar nicht. Machst du Ringmittel und du musst raus. Oh, oh! Raus! Das ist gut, ist gut. Jetzt kommt der Ringrichter. Wie lange darf er da noch hauen? Max offen bleiben, leichtfüßig, links, rechts, genau. Ringmittel sichern, Ringmittel, ja, statt und. Oh. Ich will nicht in der zentralen Linie sein. Hanky! Hanky, das will ich nochmal sehen. Jetzt kommt der Ringrichter. Wie lange darf er da noch hauen? Max offen bleiben, leichtfüßig, links, rechts, genau. Ringmittel sicher, Ringmittel, ja, statt und. Zum Kopf will nicht in der zentralen Linie sein. Max, Kopf hoch. Hilfe. Nein. Ich krieg noch ein ins Gesicht. Ihr gerade lernt. Das 20 Sekunden. Ich darf ihn mal machen. Ein paar Körperschläge. Das hab ich gar nicht getroffen. Und er ist weg. Nach 20 Sekunden. Wir sind jetzt fast am Ende vom Training. Wir machen jetzt nochmal. Ich bin jetzt schon gut durch. Er gibt das nochmal gut Gas, wenn ich irgendwo eine Lücke habe in der Mitte oder hier oben außen, dass er mir da voll eine gibt, damit er auch weiß, wo man Deckung haben muss. Und jetzt geht's ein bisschen rabiat zu. Sparren. Kannst du mal sparren? Mach ein bisschen mehr Gas. Oh! Warte, den will ich nochmal sehen. Wiedergabegeschwindigkeit 0,25. So in Bauch rein. Oh! Holy shit! Oh. Guck mal, da hättest du, ich war so, ja. Da war ich so. Ja. Mehr hinten kann ich nicht mehr. Da musst du angreifen. Ja. Und schaffst du rum. Da hinten. Mach mal. Oh, was? Mach mal. Voll auf die Fresse. Er will ihm gerade irgendwas erklären. Zack, Chap. Mach mal. Mach mal. Der Uppercut und dann oben rechts. Okay, mach mal bei mir. Yes. Nochmal. Yes. Okay. Richtig ernst. Versuch richtig komplett. Ja, komplett. Okay. Richtig ernst, aber verletzt dich nicht. Ja. Aber los geht's. Richtig ernst, Digga. Ich habe irgendwas Schlimmes gemacht. Los geht's, komm. Yes, komm, ernst, komm. Komm. Und das ist ein Real-Fight. So wird es. Alter. Oh, er hängt ja komplett. Du bist 15 Sekunden draußen, das war's. Ja. Oh. Und deshalb ist der Counter-Genies wert. Oi. Helge, du bist dran. Enjoy. Du hast mir einmal übel hier rein. Los, so, raus. Dann bin ich erstmal am Arsch. Ich hab die ganze Zeit versucht, meine Aus. 12x3 ist die Rundenanzahl. 12x3, hat Max gemeint. Du warst bei deinem Training auch nicht fitter. Ja. Aber Max labert die ganze Zeit, wie krass er ist. Ich nicht. Ich weiß, dass ich keine Ausdauer habe und am Arsch bin und Ausdauer trainieren muss. Ausdauer irgendwie im Griff zu haben, kriegt so einen Schlag hier rein, danach war erstmal ruhig. Das hätte deswegen muss man einmal gemacht haben, dass man weiß, warum man verteidigt. Wie war es denn erstmal im Ring? Ja, war ordentlich. Der eine Schlag hier hin, direkt der ganze Hals geknackt, war das wertlos. Aber tut nichts weh, als top. Auch gegen Henkel, der hat mir einmal einen derben Uppercut gegeben, was schon mit drauf war. Und ich schon geil. Er macht nichts zu Hause nach, nur mit Mundschutz und professionellen Trainer. Haut euch nicht einfach auf die Fresse.
Das ist so krass. Ja, ja. Wir haben uns damals immer auf die Presse gehauen. Das war nicht gut. Yes, das ist der. Oh, genau, no, jetzt schon rechts. Der ist schon rechts. Und. Oh, ja. Oh, yeah. Oh, yes. Der ist schon. Oh, yes. Jetzt machen wir 1, 1, 2. Oh, yes. Sehr schön. Oh yes. Oh yes. Oh, holy shit. Oh, ich mach schnell wieder schon, ne? Wahnsinn. Du hast ganz viele Kalorien verbrannt. Ja. Wichtig ist, nicht nur im Kopf, ja? Im Körper. Einfach lass deine Beine locken. Das wäre auch nicht. Oh, und das ist halt das Gemeine für Max. Jedes Mal, wenn Max seinen Körper bewegen muss, fällt es ihm so schwer, weil er so schwer ist. Wisst ihr, was ich meine? Es fällt ihm schwer, weil er schwer ist. Er ist so dick, der muss alles bewegen, was er hat. Und boom. Und nach außen. Yes, boom. Das ist der. Nice. Oh yes. Oh. Arm, Beine runter. Oh. Heftig. Macht auch viel Spaß. Macht richtig viel Spaß. Alter, wieso sieht Mickey total. Max sieht so durch aus. Kann er nicht wenigstens irgendwie einen Filter drüber legen, dass er nicht so fertig aussieht? Das tut mir richtig leid, Max zu sehen. Weiter im Kampf, macht zu viel Spaß. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ich nach Mickey direkt in der ersten Runde K.O. hauen soll. Von den ganzen Gamern. Lass mich wissen. Wie, Max? Das hat er bewusst drin gelassen. Das hat er bewusst nicht rausgeschnitten.